So, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Weiter geht's. Jo. Sprengstoff. Nee, warte mal. Mir kam gerade noch eine andere Idee. Warte mal kurz. Wir müssen, glaube ich, die Leichtbauteilanlage so ein bisschen eingrenzen. Weil dann geht nämlich unser Aufbau trotzdem auf. Wieder Trick 17. Oh. Wir müssen nur gucken, dass wir den Kupferverbrauch und den Kunststoffverbrauch, ja, so weit runterdrücken, dass wir auf 30 kommen. Natürlich geht der Output dann auch runter, aber wir brauchen erstmal nicht so viel. Aber ich glaube, bei dieser Kiste hier macht das, glaube ich, Sinn. Mal gucken, ob hier eins überhaupt reicht. Zur Not machen wir einfach weiter. Ja, das ist 37. Es geht in die richtige Richtung. Oh, das war schon? Lul. Ja, vielleicht nehmen wir noch ein paar Module mehr mit. Oder reicht das schon? Nee. Dann holen wir noch mal so einen Stack oder zwei. Dann nur ein Stack. Ja, aber ich denke mal, das ist okay. Energietechnisch sollten wir da kein Problem mit haben. Ja, ist in Ordnung. Ja, dann sind die letzten Anlagen eher so die Resteverwerter, wenn überhaupt. Und vor allem, wir müssen den Quatsch auch erstmal verbrauchen. So. Genau. Dann hätten wir das. Genau, nächste Geschichte. Sprengstoff. Wir können mal eben ganz kurz den Quatsch hier ein wenig begutachten. Viel brauchen wir da nicht. Ich will auch gar nicht so viel herstellen, wenn wir mal so einfach einen Fünfer da reinschmeißen. 2,5, 2,5. Ja, okay, das ist so ein 1-Rezept quasi. Oder so 1 macht 2 mehr oder weniger. Ja, viel mehr brauchen wir auch nicht. Ich habe auch, glaube ich, noch gar keinen richtigen Schwefel-Output, ne? Wird langsamer Zeit. Ich meine, das Zeug liegt da hinten rum, wird zu Schwefelsäure verarbeitet. Ich glaube, wir hatten da was über. Ja, haben wir. Genau, das hatten wir extra so eingefädelt. Wollen wir da durch? Ach so, nee, da ist so ein Dings. Ach so, gelbe Fließbänder, ja komm. Nee, wir machen das. Hallo? So rum. Und ich glaube, hier können wir dann nebenan einfach straight irgendwie runtergehen. Ja, genau, so machen wir das. Wir können auch nochmal eben beim Kupfer schauen. Ich glaube nämlich, das reicht nicht. Oh, er sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die sind, glaube ich, gerade noch dabei, sich wieder einigermaßen zu befüllen. Ja, viel kommt nicht an, ne? Mal sehen. Forschung. Was ist eigentlich hier Phase? So, jetzt Forschung. genau, wir haben Lebenserhaltung. Ja, wir machen mal eben die Förderer hier. Weil die würde ich ganz gerne sogar auf das 18 Millionen Vorkommen schon draufstellen. Da müssten wir sie eventuell noch bauen lassen. Ja, seltene Metalle. Ja, Chlor oder Wasserstoff. Eins von den beiden war es. Kriegen wir hin. Jo. So, dann war jetzt nur Kohle dabei, ne? Genau, Kohle und Wasser brauchen wir noch. Kohle haben wir hier zur Not. Ja. Nee.
Das ist mir zu blöd. Pass mal auf, wir bauen das hier beim Beton mit hin, weil ich glaube, hier geht gar nicht mal so viel durch, oder? Nee, guck mal, da ist noch genug Wasser über, da liegt Kohle. Dann schleifen wir das Schwefelzeug einfach da wieder zurück. T2-Förderer bringen 10% Produktivität. Ja, das stimmt. So, hat er alle Tunnel hier hinten geschmissen? Ja, yeah, das sollte passen. Okay. Ja, wie gesagt, dann gehen wir ihn quick and dirty hier wieder zurück. Genau, weil hier haben wir nicht auch Wasser. Und dann brauchen wir nur noch die Kohle. Ich denke, wir schmeißen beides einfach hier so rauf. Achso, nee, komm. Wie viele Maschinen brauchen wir dafür, hat er gesagt? Ja, warte mal, wir nehmen diese hier. Das wäre ganz nett. Dann brauchen wir 10 Stück davon. Hier. Yeah. Oh, warte mal, wir haben bestimmt keine mehr, oder? Nee, und die haben wir auch nicht in der Mall drin. Aber ist egal. Brauchen nur ein bisschen Stein gerade. Ja, und ich glaube, danach kümmern wir uns dann erstmal um die Rohstoffanlieferung. Nee, machen wir nicht. Wir machen den Mainbus noch leerer, als er schon ist. Nee, das Problem hier ist einfach, ne, das hier sind noch gelbe Fließbänder. Und wir müssen dringend die Anlieferungen ein wenig upgraden. Da wir ja gestern die Öfen upgradet haben von T1 auf T2, ist natürlich klar, ne, dass hier jetzt nicht mehr so viel ankommt. Wenn die Menge, die rauskommt, ist die gleiche, nur wir müssen halt die Anlieferung ein wenig hochkurbeln, weil ansonsten bringt das alles nichts. Jo, aber ist okay. So, das Zeug ist da, sehr cool. Dann können wir schon mal eine Testmaschine bauen. Genau, Sprengstoff, Wasserinput ist egal, das tunneln wir dann einfach raus. Und das, ja, klauen wir uns einfach von hier, würde ich sagen. Wow, Autosave. Genau. Dann haben wir jetzt nur noch einen Output. Irgend so ein Fließband. Und dann ist es gut. Können wir auch dicht an dicht hinstellen, ist kein Problem. Oben Kabel noch mit dazu. Und dann sollten wir irgendwo, ja genau, hier oben eine Verbindung machen. Jo. Vielleicht ein paar zu viele Stromleitungen, ne? Warte mal. Ach, ist ja eigentlich egal. Genau, einen Wasseranschluss machen wir gleich. Hab das Rohr vergessen. Naja, man kennt es. Gut, sollte nochmal, ich glaube 250 Wasser dann, ne? Ne, 25 nur. Ach ja, ist ja schon mit 10 Maschinen berechnet. Ja, easy, dann passt es ja. Gut, jetzt brauchen wir an ausgewählten Stellen noch den ein oder anderen Strommast. Ich denke, bei jeder zweiten reicht dicke. Ja, das machen wir so. Lagern wir das ein? Ja, aber dann nehmen wir keine große Kiste, sondern hier so eine einfach. Irgendwann, wenn sie dann fertig ist. So, und des Weiteren ist hier Stein leer gelaufen. Ja, das war eh nur noch der eine, glaube ich. Ja. Können wir schon mal zum Abriss markieren? Das brauchen wir nicht mehr. Das sind noch die Startvorkommen gewesen, die wir hatten. Ach so, das war hier die Zusatzlane. Alter, wie hier die Erzförderer ausfallen, das ist der Hammer. Krass.
Nee, aber ist an sich kein Thema. Wir müssten halt nur mal neue Vorkommen wieder einnehmen. Ich meine, haben wir dicke Materialien rumfliegen. Wir haben hier oben dick Kupfer. Na, alles kein Thema. Moin, Rennek. Willkommen. Genau, und wir haben hier oben auch nochmal Fetteisen. Und hier geht's weiter, ne? Also, wir haben überall irgendwas. Wir müssen das nur erschließen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir fügen gleich die T2-Miner erstmal zur Mall hinzu. Ja, und dann machen wir das. Eine zu viel gebaut. Oder? Ja. Na gut, ist ja nicht so wild. Ach so. Eventuell ist dieses Fließband vielleicht ein bisschen zu lang, aber ist egal. Passt schon. Ach, der ist fertig. Lol. Ja, gut. Was wir auch bald machen könnten, wären vielleicht die ersten Roboports, ne? Nur mal so halt als ja, Baumaterial quasi. Ah, tu, hier die Satelliten, ne, die müssen wir auch noch herstellen. Zufälligerweise kenne ich da so eine Stelle, wo wir zig Solarpanel und zig Akkus rumfliegen haben. Wie praktisch. Ja, da haben wir genug von. Gut, der andere Kram wird halt interessanter. Jo. Ach so, true. Warte mal, das Raketensilo können wir doch schon bauen, oder? Warte, wo ist denn das eigentlich? Ich finde das nie. Wait. Ach so, Military. Ja. Yeah. Genau. Ja, also kriegen wir schon hin. Stimmt. Die großen Elektromotoren. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht auf dem Schirm, ne? Nee. Aber das kriegen wir auch hin. Gut, dann haben wir Sprengstoff. Kann ich wieder einen Punkt von der Liste streichen? Ja gut, aber Kupfer füllt sich ja so ein bisschen. Ja, und Schaltkreis ist halt das Problem, weil nicht genügend Kupfer ankommt. Ja, wir müssen gucken, dass wir halt die Anlieferung ein bisschen erhöhen. Aber wir lassen das erstmal so laufen. Ist egal, weil ich würde auf jeden Fall gerne noch eine Maschine bauen jetzt, bevor wir die Forschung machen. Ne, bevor wir weitermachen. Und zwar haben wir es. Genau, die für die Hitzeschilder. Zufälligerweise haben wir hier gerade Schwefel rumliegen und zufälligerweise haben wir hier Ziegelsteine rumfliegen, wo das Förderband zu lang ist. Sodass wir Steinplatten herstellen können. Das wäre mal so eine Maßnahme, oder? Ein Hitzeschild brauche ich hier auch. Also heute ist wieder so ein richtig räudiger Tag draußen. Aber egal. So, was wollen wir denn machen? So ein Fünfer wieder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, einer pro Sekunde geht auch, ne? Ja, diese Hitzeschilder, ne, die sind einfach schweineteuer. Nee, aber das kriegen wir hin. Dann brauchen wir an sich noch Stahl. Das sind sogar 14 Maschinen. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Nö. Davon brauchen wir 4. Und das brauchen wir nicht berechnen, weil die haben wir auf dem Bus liegen. Ja, dann machen wir die Steingeschichte. Und wir packen dann Schwefel und Stahl auf ein Fließband mit drauf, dann passt es. Jupp. Okay. Ich habe da gerade so eine Idee. Und zwar hat er gesagt, 4 Maschinen, richtig? Ja. Das haben wir schon öfter gemacht, wie zum Beispiel hier. Gut, wir brauchen jetzt nicht alles davon, aber easy. Und vielleicht drehen wir das mal eben um. Wir machen das dann hier drunter nämlich. So, das brauchen wir nicht. Eiskalt getrollt, die Viechers. Wahnsinn. Genau, vielleicht müssen wir was upgraden oder so, ne? Und das sind noch ach, das sind noch T1-Maschinen. True.
Das wäre auch mal so ein Ding, glaube ich. Und vor allem haben wir gesagt, wir wollen vielleicht blaue Greifarme nehmen. Und nicht mehr diese Stromleitung. Gut, Forschung ist durch, dann ja, machen wir da gleich weiter. Einfach durchheizen. So. Genau, dann können wir die Ziegelsteine anschließen. Ist ein bisschen Overkill vielleicht, aber dann haben wir auf jeden Fall welche da. Ja, und dasselbe machen wir am Output dann auch nochmal. Und dann passt das, glaube ich. Ich skippe das mal. So. Ich habe schon überlegt, ob wir nicht einfach auch einen Metal-Mittwoch machen oder so, ne? Aber das ist, das ist zu hart, glaube ich. Metalcore-Mittwoch. Gut, Steinplatten haben wir. Dann brauchen wir noch Stahl. Ah, warte mal, ich habe gerade noch eine Idee. Wir können hier mal eben einen Filter einbauen. Wir nehmen die linke Variante und schmeißen hier Schwefel mit drauf. Genau. Und hier dann auf die andere Seite halt dementsprechend Stahl. Und dann sollten wir es hier haben. Ne? Das ist alles 0,1, 0,3. Das passt. Strommast. Ich hätte beinahe die Krise bekommen, aber nee. Diesmal nicht. Vielleicht doch. Und vielleicht machen wir das andersrum. Genau, dann sind die Erfolgschancen nämlich höher. Okay, gut. So, dann haben wir das da. Jetzt hat er gesagt, wir brauchen 14 davon. Dann machen wir einen 7er. Oh, passt das überhaupt? Hm. Genau, was hier noch interessant wäre, ist vielleicht ein Teiler. Naja, das ist ungeil. Wir schieben das noch ein bisschen nach rechts. Wir müssen noch weiter nach rechts. Ja. Ab hier sollte das auf jeden Fall gehen. Okay. Weil wir brauchen da noch ein paar lange Greifarme. 7 ist halt kacke. Wir machen ein bisschen weniger. So, Output haben wir dann hier. Und den gleichen Spaß machen wir nochmal auf der Seite. Genau. Und dann brauchen wir den schon von hier. Wir machen noch so einen schönen Knick damit rein, damit das auch richtig gut ausschaut. Warte. Ja, nee, wir lassen ein paar Blöcke da, falls wir dann doch mehr brauchen. Oder wir verschieben es dann halt nochmal, ist total egal. So, Strom. Passt. Genau, dann kriegen wir schon mal Hitzeschilder raus. Auch wieder so ein Ressourcenfresser. Die kriegen eine Holzkiste, weil ich sie gerade dabei habe. So, Forschung ist durch. Lithium. Halt. Das ist immer wichtig. Immer Bergbauproduktivität machen, wenn es geht. Nice. Dann können wir wieder einen Punkt von der Liste streichen. Jetzt haben wir noch die Mall-Erweiterung. Vielleicht würde ich vorher mal eben gucken, ob wir das mit dem Kupfer hinbekommen. Wie gesagt, das sind nicht die Schmelzen schuld oder irgendwas hier auf dem Bus, sondern einfach die Anlieferung von dem Material. Pass mal auf, wir machen
Haben wir was dabei? Nicht genug. Ja, warte, warte, warte. Vielleicht müsste ich noch ein bisschen Müll loswerden gerade. Einmal hier, einmal das hier. Haben wir irgendwo Kunststoff drin? Hier gerade nicht, ne? Nee, aber ist egal. Das sollte platztechnisch reichen. Das hier passt soweit. Ja, die sind halt vollgelaufen, die Basismodule. Genau, wir müssen nochmal so ein paar Nester raushebeln. Oder wir können inzwischen, glaube ich, auch die Biomasse herstellen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, können wir aufgrund der Forschung, das ist machbar. Aber ganz ehrlich, nö. Wir haben gerade eh keine militärische Forschung, die wir erforschen können, daher ist es relativ egal. Achso, nee, die wollte ich mitnehmen eigentlich, ne? Genau. Das ist gar nicht mal so viel. Ja, vielleicht reicht das für so einen kleinen Schwung und wir sollten noch ein bisschen Treibstoff mitnehmen. Ja, so 300 irgendwas reicht. Genau. Die hier im Knick, die sind schon rot, ne? Ja, sind sie. Wenn wir jetzt erstmal bis zu dem Teiler rangehen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut was gewonnen. Aber ich glaube, die Fließbänder reichen nicht. Dafür müssen wir gleich mal schauen. Haben wir auch schon wieder einige verbraucht heute. Aber da geht noch was. Aber das ist auch noch auch scheiße. Genau. Und wenn wir dann den Balancer, den wir vorne hingesetzt haben, noch ein bisschen, ja, mit mehr Lanes quasi versehen, dann kriegen wir doch wesentlich mehr durch. Moin Trixie. Ja, ich bin momentan voll im Modus, also das macht unheimlich viel Spaß gerade. Und deswegen habe ich gedacht, ja, machen wir gestern noch eine Runde und heute noch eine Runde. Und Freitag geht es dann wieder weiter direkt, ne? Also, es läuft momentan. Ich weiß auch gar nicht, wann ich den ganzen Kram nochmal irgendwo hochladen soll. I don't know. Oh, Tunnel. Tunnel wäre auch so ein Ding, ne? Mal gucken. Aber egal, wir haben eh gleich alles verhauen. Genau, und jetzt haben wir halt auch die entsprechende Kapazität für die Anlieferung, die wir brauchen. Sofern wir hier durchkommen. Also 400 irgendwas. Jo. Das reicht nicht, was wir haben. Ja gut, dann müssen wir gleich zur Not nochmal nachholen, wenn noch irgendwas da sein sollte. Vor allem brauchen wir Tunnel. Und wir können gleich mal eben hier die alten Förderer mitnehmen und den alten Quatsch, der noch rumliegt. Genau, bis hier müssen wir. Nee, das sind Solarpanel und Akkus. Das sind Akkus, das sind Solarpanel. Ja. So, wir haben noch knapp 250. Naja, das reicht halt noch nicht. Ne? Also unser koronaler Massenauswurf sagt, der braucht 2,28 Gigawatt Spitzenleistung oder halt eben 182 Gigajoule. 108. 1 Gigawatt haben wir, wenn die komplett laufen. Also es reicht nicht. Das sollte die Kernaussage sein. Aber wie erst schon gesagt, ich denke, wir werden den Rest mit dem Nuklearreaktor machen, wenn wir da hinkommen. Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, dann haben wir netterweise noch ein paar Solarpanel und Akkus eingelagert. Ja, 5000, nochmal 5000, bald nochmal 5000. Also wir haben über 10.000 von den Dingern da rumfliegen. Ist alles kein Thema. Das sollte passen. Also von Solarpanel und Akkus. Gut, gleich werden wir feststellen, wie wenig Kupfer wir eigentlich anliefern. Das ist immer ein schönes Gefühl, weil hier kommt nämlich gleich nichts mehr durch. Wie gesagt, wir könnten... Ja, hier unten sowieso mal wieder so einen Haufen an Förderern abreißen. Weil ist halt bald einfach leer.
Genau, da müssen wir uns Gedanken machen, wo wir den nächsten Kram herholen. Auf jeden Fall nicht vom Süden, wobei hier wäre halt auch eine Möglichkeit, aber stimmt, wir schmeißen gleich erstmal die T2-Förderer in die Maul. Ja, Kupfer haben wir genug, also 18 Millionen, 7 Millionen, wir können auch das Ding hier nehmen, ist egal. Aber das kriegen wir schlecht hier wieder rüber. Nee, dann nicht. Nee, also ist genug da, wir müssen es halt nur erschließen. Wie gesagt, ich denke, wir werden die T2-Förderer mal eben in die Maul schmeißen. Und danach werden wir zum Zeitvertreib im Norden ein paar Nester aus dem Leben treten. Weil Biomasse brauchen wir sowieso. Und während der Zeit sind vielleicht schon ein paar Förderer fertig geworden. Mal schauen. Ach ja, stimmt. Warte mal. Diese Steinlane hier, die alte, ne? Die kann auch weg. Und das können wir hier oben mal rauslöschen. Brauchen wir nicht mehr. So. So, den neuen Teiler lassen wir da, ist egal. Ach so, weil wir eh gerade hier sind. Ich habe, glaube ich, noch was davon, ne? Ja. So, und die hässliche Maul. Wie lange es dauert, bis wir anfangen können, mit Zügen zu arbeiten? Wir könnten jetzt direkt anfangen, aber das macht keinen Sinn. Das dauert noch. Wir lassen uns Zeit. So, genau, die T2-Förderer haben wir hier. Die brauchen. Ach ja, die Sache mit den seltenen Metallen. Ja gut. Ach so, warte mal. Wir werden das Vorkommen damit nicht voll bekommen. Haben wir irgendwo so was? Ja, hier. Nee, noch besser. Wir können das hier nehmen. Das ist so ein kleines Gammelvorkommen. Ach nee, das ist das traurige Face, ne? Den lassen wir das da. Wir nehmen den hier und bauen so eine kleine hier Schmelze für seltene Metalle dahin. Leiten die hoch und dann können wir die in der Maul hier herstellen. Wird wieder ein längeres Unterfangen, aber ist egal. Wir müssen nur gucken. Wir brauchen für den Abbau für seltene Metalle, brauchen wir entweder Chlor oder Wasserstoff. Ich weiß es nicht mehr. Warte mal kurz. Chlor war es, genau. Das lassen wir da vor Ort direkt herstellen. Da brauchen wir die Dingsanlagen, die Elektrolyse war das, glaube ich. Also, Autosave, im Grunde genommen genau die gleichen Anlagen, die wir für den Treibstoff hier auch gebraucht haben. Genau, Elektrolyseanlage war es. Na, ich sage ja, das wird jetzt wieder ein längeres Unterfangen, aber macht nichts, wir brauchen ein bisschen Stahl. Wir brauchen aber auch nicht so super viel davon. Ich will schon zwei bauen. Wir werden da auch vielleicht den Stein einfach manuell hinschmeißen. Wir brauchen dann noch einen zerkleinerer. Warte mal, ich will mir das mal angucken. Wasserstoff werden wir einfach verpuffen lassen, je nachdem. Ach so, halt, das ist falsch. Wir wollen dann nur diese Spaltung hier machen, genau. Dann brauchen wir noch so einen komischen hier Heizkessel. Genau, und wir brauchen auf jeden Fall einen zu kleinerer. Ja, okay. Ich will das gar nicht genau ausrechnen, weil es ist scheißegal. Yep. Und wie gesagt, wir brauchen eins davon. Nee, an die Züge kommt man relativ schnell wieder ran. Das ist kein Problem. So. Jo, dann würde ich sagen, wir nehmen mal eben schnell ein paar Förderer mit. Wobei, eigentlich soll ich ja genug haben. Ja, wir haben genug da. Fließbänder wäre interessant. Für da unten reichen gelbe. Für die Verbindung hier hoch auch. Warte, nicht alles voll machen. So, wir speichern mal eben schnell. Denn wir müssen da nochmal eben was ausräuchern, glaube ich.
Ja, genau. Türme? Ja, Türme haben wir dabei, Munition auch. Das sollte gehen. Da sind wir ja schon. Oh, bin ich euch zu dicht dran? Oh ja, das wurmt mich jetzt aber. Warte. Die sind ja One-Shot, die Würmer. Also Sniper-Rifle, ne, kann ich nur empfehlen. Und für die kleinen Nester reicht das hier dicker aus. Später sollten wir dickere Geschütze auffahren. Aber für den kleinen Kram, den wir hier haben, ist es okay. Joa. Gut. Dann erstmal zu dem, was wir hier brauchen. Genau, das ist einmal die Variante. Wir brauchen noch kurz Wasser irgendwoher. Warte, wir nehmen das mal eben mit. Ja, wir haben hier auch Waterfill drauf, aber brauchen wir noch nicht. Wir haben hier rechts irgendwo so einen See. Und ich sehe da eine Möglichkeit. Wir bräuchten nur vielleicht noch ein paar mehr Rohre. Eventuell, mal gucken. Nö, das reicht dicke. Lul. Ich unterschätze diese Undergroundies immer. So, Pumpe haben wir nicht dabei, ne? War ja wieder klar. Aber können wir bauen. Stromtechnisch. Windräder haben wir auch dabei. Das nervt. So, machen wir weg. Genau, dann machen wir das hier so. Genau, Stromkabel noch eben mit hin. Unter Umständen reicht das hier schon. Wahrscheinlich nicht für, nee, für den Dauerbetrieb nicht, aber das sollte für die Maschinen lang. Ich meine, im Endeffekt ziehen wir nachher eh ein Stromkabel hier runter, ne? Weil die brauchen ein bisschen mehr Power, die Kollegen. Das haben wir schon festgestellt. Warte mal eben. Ein Radar wäre hier auch super. Achso, die arbeiten gerade nicht. Stimmt. Als wir die Treibstoffverarbeitung hier gebaut haben, für den Raketentreibstoff. Ne, da sind die mal eben schnell an die Stromverbrauchsspitze gestiegen, die Kollegen hier. Und dementsprechend ziehen wir gleich sowieso ein Stromkabel hier runter. Und dann ist wieder die Frage, wie sinnvoll das überhaupt war, da Dinge zu tun. Naja, ist egal. So, die Gasfackel, die brauchen wir hier. Denn mit dem Wasserstoff können wir hier nichts anfangen. Also weg damit. Wir brauchen nur Chlor. Ups. Wie gesagt, Strom organisieren wir gleich. Achso, halt der zerkleinerer noch. Hier machen wir jetzt Folgendes. Oh, tu, das habe ich vergessen. Wir werden auf jeden Fall den Stein händisch hier anliefern. Das ist nicht die feine Englische, gerade für diese, ja, mehr oder weniger großen Mengen, die gebraucht werden. Aber wir brauchen die seltenen Metalle gerade nur für die Öfen. Später noch für die Prozessoren. Aber bis dahin lassen wir uns andere Sachen einfallen. Genau, Details. Haben wir noch Material? Jo, dann können wir hier so eine komische Kiste hinstellen. Und dann ist es gut. Genau, einfach rein damit. Und dann sollte das passen. Genau, Strom haben wir natürlich noch keinen hier. Aber das wissen die Maschinen offensichtlich auch. Ich habe nur 26 dabei. Schwierig. Haben wir noch ein Radar hier? Nee. Habe ich noch Material dafür? Nee. Ja, dann müssen wir eh nochmal hoch. Ich muss eh Stromleitung holen. Ja, dann passt es. Wobei, bis zu dem Steinvorkommen ist es gar nicht so weit. Oh Gott, da ist ja auch schon wieder alles fertig gelaufen. Wahnsinn. Ja, das sind so die ersten Vorkommen, die wir halt hatten, die jetzt so nach ja, einem guten Tag Betrieb so langsam aufhören zu existieren. Jo, Leitung haben wir. Ach so, warte. Ich wollte hier die Biomasse noch loswerden.
Und ein Radar wollte ich holen, genau. Was haben wir da noch? Stahl fehlt, okay. Nee, das ist mir alles zu verdreckt hier. Ja, ich sehe schon, Stein ist der nächste Kollege, der da Probleme macht. Was ist mit dem Kupfer passiert? Nice. Ja, aber wir sehen gerade, Input Stein ist im Eimer. Und das natürlich dann dementsprechend auch, klar. Gut, aber das soll jetzt erstmal nicht der Schwerpunkt sein. Gut ist auf jeden Fall, dass Kupfer sich wieder befüllt hat. Das ist da um einiges wichtiger. Aber Stein machen wir auch gleich. Wir haben irgendwo noch so ein halbes Vorkommen eingenommen. Hier, das hier. Das können wir mitnehmen. Und das hier auch. Die haben wir alle schon getappt erstmal. Mehr oder weniger. Ach komm, wir gehen einfach von hier runter. So, mal auf den Wald gespannt. Könnte gehen. Dann machen wir einen kleinen Schlenker hier rüber und dann ist es fertig. Ja, nice. Schön. Genau, die sind schon am Rumwerkeln. Da kommen die ersten Dinge raus. Genau, die anderen arbeiten gerade nicht. Ne? Allein die beiden schieben sich hier erstmal hoch. Ne? Also die verbrauchen einiges an Strom. So, eben kurz ein bisschen hier aufräumen. Ich hoffe, da ist kein Uran mit dabei. Nee. Oh oh. Ach, die Stromleitung zum Radar. Ja. Ob die jetzt Radar oder Ravec ist. Können wir später mal gucken. Gut, dann brauchen wir hier einen Haufen Förderer. Ne, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele. Aber so eine Reihe können wir schon voll machen. Oh, das ist nicht so geil. Jo, und wie gesagt, wir machen das hier noch mit den gelben Fließbändern, weil davon haben wir gerade mehr da. Und die Schmelze dafür kommt nicht hier hin. Ich glaube, wir werden die ja in diesem Bereich hier bauen. Wir gehen also straight nach oben. Ja, so ziemlich. Wir können der Stromleitung unauffällig folgen. Das heißt, wir dürfen gleich erstmal Steine und Co. aus dem Weg räumen, nachdem wir hier Strom angeschlossen haben. Und ich glaube, die Rohrverbindung machen wir auch gleich. Ja. Upsi. Gut, ob man da jetzt die Undergroundies braucht, ist die andere Frage. Aber da kommt das Fließband auf jeden Fall hier raus. Auch nicht schlecht. So, die werden ein Weilchen brauchen, bis sie vollgelaufen sind, weil die hier, die machen nicht viel. Na, das wird ein Weilchen dauern, aber ist egal. Ich meine, das Coole ist, den Stein, den wir jetzt hier sammeln, den können wir gleich in die Kiste reinschmeißen. Und wenn es nachher gar nicht anders geht, na dann, keine Ahnung, schmeißen wir hier ein Fließband runter. Ist ja egal. Dummerweise können die Typen nichts mit Holz anfangen, aber naja, da kommen wir nicht drum herum. Oh. Oh, wir können ja... Ach nee, ich habe doch Tunnel dabei. Na gut. Okay, wir hatten nicht damit gerechnet. Ach, hier macht das dann, oder wie? Okay, wir müssen gleich mal Kram wegbringen, weil hier kommt erst der... Ja, Wald. Okay. Vielleicht habe ich auch doch ein paar Fließbänder zu viel mit dabei. Passt schon. So, Holz kommt hier irgendwo rein. Die Kohle kann da auch mit rein. Achso, nee, Stein machen wir diesmal nicht zu Landfill. Aber den brauchen wir woanders. Und wir könnten mal eben so ein paar Fließbänder wieder entsorgen.
So, nächster Versuch. Genau, wir brauchen hier nochmal so eine kleine Schneise. So, das sollte gehen. Jo. Generell können wir uns auch mal eben die seltenen Metalle anschauen. Oder die Baren besser gesagt. Das ist die interessante Variante davon. Genau, da haben wir sie. Ach, das ist wieder die Lieferkanonengeschichte. Warte, ich erwische mal den falschen. Nur mal so Interesse halber, ne, wenn wir so 15 machen wollen. Oh, wo kommt denn das her? Brauchen wir 30? Ach so, okay. Die haben wir noch nicht. Wie wär's? Oh, ja, dann vergessen wir die Geschichte wieder, glaube ich. Geht das nicht in den normalen Öfen? Holy moly, warte mal, haben wir so einen? Ja gut, ich meine, das ist nicht weiter schlimm. Ich glaube, wir müssen mal einen hochschießen, weil ich glaube, in den geht das nicht, oder? Doch. Natürlich geht das. Ich hab... Okay, was? Nee. Hab ich schon gewundert. Ja gut, was wir hier unten aber noch brauchen, ist halt der Brennstoff. Also nicht Kohle, sondern das Zeug hier. Wir können das von hier einfach runterleiten, weil das Kraftwerk ist eh nur noch am Chillen, seitdem wir unsere fette Akku- und Solarpanel-Landschaft da haben. Dann nehmen wir das gleich eben kurz mit. So, vorher nochmal eben hier ein bisschen aufräumen. Wir gehen auch noch ein Stückchen nach oben, glaube ich. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Maschinen ich brauche. Das ist fies. Wundert mich ehrlich gesagt. Egal, wir können das ja über den Raid Calculator berechnen zur Not. Und so tragisch ist das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Gut. Das heißt, wir haben die Variante mit dem hier. 1, 2 und 3. Machen wir quer, oder? Nee, wir machen das anders. Warum? So, wir haben den Output. Wie viel würde da rauskommen? 3,75. Ah, stopp. 1, 2, 3, 4. Wie viele haben wir jetzt? Das sind 30. Oh. Ach, das war 3,75, ne? Falsch gerechnet. Upsi. Ja, das reicht. Wir kriegen hier eh nicht mehr ran. Oder wir machen es so. Ja, das reicht. Reicht dicke. Gut. Eigentlich ist auch viel zu viel, ne? Weil, wenn wir den Input anschauen, kriegen wir hier mit der einen Lane eh nicht hoch. Ist egal. Vielleicht upgraden wir das demnächst nochmal irgendwann. Auf jeden Fall können wir diesen ganzen Quatsch schon mal mit denen hier machen, tatsächlich. Wir brauchen jetzt mal noch den Brennstoff. Und vor allem brauchen wir ein Input-Ding. Wir hätten das auch von der anderen Seite machen können, aber hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Man kennt es. So. Wir hätten das auch copy-pasten können, ja. Bevor ich versuche, diesen Scheiß zu machen, machen wir es lieber so. Gut. Ach so, warte mal. Und den Brennstoff da reinschmeißen. Tunnel bräuchten wir bald mal neue.
Ah, das ist okay. So, wir haben netterweise hier noch ein bisschen Strom rumfliegen. Genau, und dann haben wir schon seltene Metalle. Nicht viele, aber ausreichend, glaube ich, für das, was wir vorhaben damit. Ja, das Laufen tritt sich fest. Was wir nochmal eben machen sollten, ein bisschen Platz im Inventar und dann fliegen wir nochmal runter mit einer ordentlichen Ladung Stein. Und machen die Kiste mal eben voll. Wie gesagt, das muss nicht durcharbeiten. Wichtiger ist erstmal, dass wir an unsere T2-Öfen rankommen. Alles andere machen wir später. Öfen? Meiner, so rum. Öfen kommen auch noch. Genau, die brauchen wir für die gelben Karten. Wenn wir gerade hier sind, können wir auch die fertigen Förderer eben mitnehmen. Gut, gut. Wir können auch noch mehr mitnehmen, sehe ich gerade, weil das hier hat nicht mehr so wirklich einen Auftrag. Na gut. So, dann hätten wir das. Wie gesagt, und sobald wir die neuen Förderer haben, ja, werden wir darauf achten, dass wir die neuen Vorkommen, die wir einnehmen, nur noch mit den neuen bestücken, weil ist sonst schwierig. Es geht da allein um die Produktivität. Eventuell schmeißen wir da noch ein paar Produktivitätsmodule dann mit rein. Die sind dann zwar super langsam, aber ich denke, das ist okay. Okay, der macht jetzt hier nicht so viel Sinn, aber ist egal. So, das wollten wir da reintun. Wir holen noch eine Ladung Stein, dann haben die hier erstmal genug. Das dauert eh eine halbe Ewigkeit, bis das Förderband hier einigermaßen voll ist. Aber wie gesagt, solange da die T2-Förderer rauskommen, soll mir das reichen. Oh, warte mal. Hatten wir nicht irgendwo hier? Hier, genau. Das nehmen wir auch noch mit. Wie gesagt, machen wir noch eine Fuhre und dann lassen wir den Laden erstmal laufen. Wie gesagt, wir brauchen das später nochmal für die Prozessoren. Aber ich denke, da kümmern wir uns dann darum, ja, wenn es soweit ist. Und wie gesagt, zur Not, ja, ziehen wir einfach eine Steinlane hier runter und gut ist. Ist ja kein Problem. Wow. So, was haben wir hier jetzt drinne? Ja, knapp 2000. Da könnt ihr erstmal mit arbeiten. Jupp, 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 jupp. Jo. Ja, dann wäre der nächste Schritt, ja, meiner T2. Hier haben wir die T1 meiner. Die lassen wir auch noch in der Pufferkiste drinne, die ist ja eh begrenzt, ne? Daher ist es kein Problem, glaube ich. Genau, Montagemaschine haben wir da. Brauchen wir da noch irgendwas für? Das waren Titan-Zahnräder, glaube ich, ne? Yes. Titan, Stahl, meine ich. Komm ich auf Titan, ey. So, auf jeden Fall packen wir das Ding schon mal da rein. Und das hier auch. Wir haben hier irgendwo Stahl rumliegen, wenn mich nicht alles täuscht. Achso, wir haben die ja nicht mehr. Also haben wir schon, aber jetzt gerade nicht. Das machen wir so rum. Genau, seltene Metalle und das andere Zeug noch. Ja, da unten ist Stahl. Wir sneaken das aber eben noch hier mit durch. Warte. Ich brauche Tunnel. Hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt. Aber naja, ist egal. Genau, wir können das hier eigentlich super mit reinschmeißen. Das reicht nicht, oder? Nee, dann machen wir hier noch einen Zwischenstep. Macht ja nichts. Genau, und dann teilen wir den Quatsch hier raus. Nee, das brauchen wir da noch nicht. Im Grunde genommen erst hier. Genau, Strom. Achso, wir haben sogar noch welche von den alten dabei. Lul. Egal, machen wir so. Passt schon.
Genau, dann brauchen wir jetzt nur noch die seltenen Metalle, die wir gerade eben hier hergestellt haben. Förderbahn ist voll. Forschung ist voll, nice. Oh, yes. Ach nee, halt, den können wir noch nicht, da fehlt noch gelb. Dann machen wir damit weiter. Jo, Förderband ist voll. Wie gesagt, also hier fängt jetzt halt so langsam wirklich diese Spaghetti-Party an, ne? Aber ist egal. Oh, warte, das machen wir richtig schön. Nice. Ah. Achso, ich habe nicht mal mehr blaue Greifarme, WTF. Ja, komplett ausgenommen hier. So. Ich habe nicht mal Holzkisten. Ich mag die Dinger. So. Dann hätten wir das auch geklärt. Wird ein Weilchen dauern, bis da irgendwie was Vernünftiges rauskommt wahrscheinlich. Die Frage ist halt, was haben wir für eine Herstellungszeit? 5 Sekunden. Hä? Ach, der Tunnel. Leckomio. Ich habe den doch von unten nach oben durchgezogen, oder? Interessant. Du musst echt auf alles achten hier. Das ist der Hammer. Läuft. Okay. Ja, dann wäre das geklärt. Ich hole mal eben T1 Tempomodule und dann hole ich mir einen Kaffee. Weil in der Zeit können auch ein paar Förderer fertig laufen. So, die haben wir da. Dann geht die ganze Geschichte ein bisschen schneller vonstatten. Wobei das nicht unbedingt so wichtig ist, aber ja. Das ist komplett Italien in den letzten, in den letzten 50 Jahren, ja genau. Ja. Es sind halt schnelle Verbindungen. Ne? Ich meine, wir haben unsere Grundordnung ja irgendwo hier auf dem Bus. Das ist okay. Und der ganze Kram außenrum, der geht mir am allerwertesten vorbei. Ist einfach so. Achso, ja, das dauert, bis der Schwung hier oben ankommt, weil... Oh, da ich wollte ein Radar da unten hinstellen. Stimmt, aber jetzt ist Ra weg. Das machen wir noch eben schnell. Dann hätten wir noch Steine mitnehmen können. Warte, wir nehmen diese hier mit. Dann kriegen wir auch gleich Kohle für unsere Treibstoffanlage. Wobei die... Achso, warte mal. Hat die eigentlich irgendwelche Probleme oder so? Nee, ne? Nee, das ist... Ah, das ist im grünen Bereich hier. Okay. Ja, Stein schwächelt jetzt so langsam, ne? Ja. Da ist ziemlich viel Luft auf dem Fließband. Ich denke, das wird so die nächste Anlaufstelle dann werden. Ja, genau, das packen wir damit rein. Ja, die kommen sogar relativ lange damit hin. Ja, aber wir sehen schon, ja, nicht alle Förderer sind hier am Arbeiten. Ist aber auch egal. Ja, weiß ich nicht. Oh, wir haben gerade zufälligerweise noch die Verschwendungsmodule dabei. Sollte also gehen. Ja, ich sag mal so, wir haben so eine gewisse Grundplanung da drin, ja. Ja, was ich eben halt nicht auf dem Schirm hatte, war, dass die seltenen Metalle noch mit reinkommen. Deswegen steht die Schmelze jetzt hier am Arsch der Welt. Ja, aber sie stört keinen anderen Kram. Ja, das hier ist halt Forschungsspaghetti, das ist Maul-Spaghetti. Und wir haben halt bei jeder Anlage irgendwo ein bisschen was mit dabei. Oder wir ziehen irgendwelche Lanes hier kreuz und quer durch, die nichts mit dem ganzen Kram zu tun haben, sondern einfach nur so beiläufig hier einfach mal Hallo sagen. Kann man besser machen. Genauso wie die ganze Rohrgeschichte hier. Das ist alles komplett durcheinander gebaut, aber es funktioniert halt. Ja, und das ist für mich schon genug Spaghetti eigentlich. So, die sind auch fertig. Vorhin sind irgendwo Meteoriten eingeschlagen. Ich habe vergessen, wo das war. Ist auch nicht so wichtig. Anscheinend läuft es ja noch. Radar habe ich immer noch nicht gebaut, ne? Geil. Jetzt will ich es auch nicht mehr. Richtig, ja, danke dir. Gut, wir machen eben eine kurze Pause. Ich hole mal einen neuen Kaffee. Und ja, dann machen wir weiter mit diversen Dingen. Wir wollten, glaube ich... Ja, wie gesagt, wir müssen halt gucken, wie viele von den Förderern fertig sind. Oh.
Ich glaube, wir können danach was reißen. So ein bisschen was geht da. Und ja, dann geht's so langsam Richtung Raketensilo. Also die für die, genau, für die Satelliten. Wir haben an sich alles da. Wir müssen nur die großen Elektromotoren herstellen. Die haben wir, glaube ich, noch nirgendwo drinne tatsächlich. Warte mal, brauchen die Dings, die Robotergestelle, brauchen die das nicht auch? Ja, easy. Das würde sich doch anbieten, da gleich so eine Maschine für zu machen. Oh nein, elektrische Bauteile. Ich mach kurz einen Kaffee. Bis gleich.